Guten Tag an alle. Willkommen zum letzten Knife der neuen Knives. Und zwar das Paracord Knife. Und jetzt beim genauen Hinsehen muss ich sagen, sieht gar nicht so übel aus. Also ich habe es jetzt halt nur in diesem kleinen Vorschaubild gesehen und dachte, ah, aber hey, es geht. Es hat schon irgendwie was Besonderes. Hier wird mir zuerst das Slaughter angeboten und es kommt echt krass da drauf. Die geraden Linien, die haben es drauf. Wobei das Fade, glaube ich, schwer zu schlagen ist, also auch in dieser Ansicht hier. Das macht halt einiges her. Da kommt direkt noch ein Nightstripe. Und es geht hier sogar. Hier geht's. Aber auch nur aufgrund dessen, weil der Griff so besonders in seiner Form ist, dass er sich schön abhebt. Darum geht es. Da könnte vielleicht auch das Scorched mittelprächtig aussehen. Oh, das Crimson Web, das sieht echt nice aus. Die geraden Linien haben wirklich was. Und diese Knoten da oben aus der Schnur. Aus dem Paracord. Sogenannte Pfarrerskordel. Das Stain sieht hier nicht so aus, oder? Hier irgendwie keinen so guten Eindruck. Die Kordel da oben, schä. Aber die Klinge. Blue Steel? Geht. Es sieht als... wie er ausrascht. Es sieht irgendwie funzelig aus, als wenn es schnell zerbrechen wird. Guck mal, er guckt. Das ist schön. Ja, das Boreal Forest, guck mal hier. Mit dem schön durchgegrünten Griff, das passt doch. Und selbst das Urban Masked geht. Die Betonung liegt auf geht. Der Griff macht's echt aus. Durch die Oberfläche sieht es einfach passender aus. Es sieht nicht aus wie so ein runtergewaschener Grafikfehler, sondern es hat Konsistenz durch den Griff. Safari Mesh. Ganz unten kommt das Case Hardened erst. What? Oh, Leute. Liegt sicherlich auch am Pattern. Aber das? Oh, holla die Waldfee. Schick. Schicker la Gick. Und das letzte ist das Forest DD Pad. Hier könnte der Griff eine andere Farbe annehmen. Wobei es so halt sehr natürlich aussieht, wie irgendwie ein Krieger aus dem Dschungel oder so. So ein dunkelgrüner Griff. Ich meine, vielleicht zählt das hier auch als ganz, ganz, ganz braunes Grün. Könnte man schon machen. So weit, so gut. Die neuen Knives sind durch. Ihr könnt natürlich sehr gerne sagen, wie euch diese neuen Knives gefallen. Macht ihr eh von euch aus, das weiß ich. Ich habe ja schon durchblicken lassen, dass mir die Knives jetzt nicht so richtig krass gefallen. Wegen mir müsste es auch generell nicht so eine große Fülle an verschiedenen Knives geben. Ja, naja. Wem es gefällt. Gut. Haut rein.